Grüß Gott zu einem weiteren Video. Die Besonderheit heute, dass das Video nicht mit dem Wort Ja begonnen wurde, ist schon ein Riesenfortschritt. Wir möchten heute mal mit der Frage beginnen, kann man glücklich werden? Beziehungsweise, wie kann man glücklich werden? Die Frage ist, glaube ich, schon millionenfach beantwortet worden mit sämtlichen Ratgebern. Glücklich in 5 Tagen, glücklich in 10 Tagen, glücklich mit Glückskarten, glücklich mit Vitaminen, glücklich mit Kochen, mit Essen, glücklich in der Partnerschaft, glücklich hier, glücklich da. Tatsache, dass die Welt irgendwie, zumindest da, wo ich bin, nicht wirklich immer so glücklich ist. Ja, das kann man natürlich auseinandernehmen, aber viel wichtiger ist dann wieder, was macht man? Sollte es auch mal von mir Videos geben, was kann man machen überhaupt? Glücklich werden kann man dadurch, indem man glücklich wird. Es ist ganz einfach, so wie die Frage, wie höre ich mit dem Rauchen auf, indem man sich keine neue mehr ansteckt. Bam. Ja, so simpel, so banal es ist, so schwierig ist es auch wieder. Man müsste natürlich zuerst mal definieren, was ist Glück? Ist es Reichtum? Ist es Ansehen, ist es jeden Tag ein Glücksschwein sehen, ist Glück dann vorhanden, wenn ich ein vierblättriges Kleeblatt finde. Was ist Glück? Was ist Glück für jeden einzelnen Menschen? Ist ja auch sehr verschieden. Aber darum geht es gar nicht. Es ist egal, was man als Glück definiert, ob man mit Glück einen Bankraub hinbekommt. Ja. Es gibt, sagen die chinesischen Philosophen, keinen Weg zum Glück, zur Glückseligkeit, sondern Glück, Glückseligkeit ist der Weg. Das heißt, man erwartet vielleicht etwas, was passieren soll, was man haben könnte, und dann definiert man jetzt, bin ich glücklich. 10 Minuten später ruft vielleicht jemand an, jetzt bin ich nicht mehr glücklich. Glück ist ja auch so ein Gemütszustand. Jetzt bin ich glücklich, dann wieder nicht. Kann man aber dauerhaft glücklich sein? Ja, das kann man. Aber es ist sehr schwierig. Denn diese Ratgeber funktionieren nur stückchenweise, häppchenweise. Und wer so meine Videos kennt, weiß im Grunde, was ich sagen will. Glück, sagen manche, ist dein Geburtsrecht und solche Dinge. Ja, ist alles richtig. Aber wie kommt man dahin? Glück. Vielleicht könnte man sich fragen, was ist Unglück? Oder wo bin ich unglücklich? Und wenn ich das, wo ich nicht glücklich bin, beseitigen würde, dann wäre ja im schlimmsten Falle Glück da. Oder eben Neutralität. Aber auch da geht es eigentlich gar nicht drum. Sondern das, was man mit Glück definiert und bestimmt und versteht, versteht man nämlich gar nicht wirklich. Denn man definiert Glück aus dem Denken raus. Und wenn man anfängt, das Denken runterzufahren und lernt, die Dinge wahrzunehmen, was passiert, dann spürt man Dinge, die einen gut stimmen,
die für einen selbst stimmig sind und Dinge, die für einen nicht stimmig sind. Und dann würde man gar nicht mehr so denken, sondern einfach da reingehen, das ist stimmig, da gehe ich lang. Das passt mir nicht und dann gehe ich da nicht lang. Dieser Mensch, da spüre ich, da fühle ich mich glücklich, da fühle ich mich wohl und dann gehe ich einfach da den Weg weiter. Und schon kriegt man so eine andere Stimmung. Manche definieren ja Glück, wenn man im Lotto gewinnt, aber das Geld ist irgendwann weg. Und so ist es tatsächlich, wie die chinesischen Philosophen sagen, Glückseligkeit ist der Weg. Das heißt, das Glück ist dieser Weg, den man geht, nicht primär ein Ergebnis, das man hat, denn das Ergebnis kann wieder verschwinden. Das Geld, der Partner, das Haus kracht ein, ja, der Lottogewinn wurde doch nicht ausgezahlt und schon ist man unglücklich. Viele Menschen suchen das Glück und jagen dem Glück hinterher. Man sucht Menschen, berufliche Erfolge, sportliche Erfolge, aber das macht nicht glücklich. Kurzfristig ja, aber eben nicht langfristig. Und wenn man dem Glück hinterherjagt, kann man es gar nicht finden. Wenn Glück so eine Art Geburtsrecht ist, das jedem Menschen gehört, dann muss man es ja nicht suchen. Sondern man muss vielleicht mal die Augen aufmachen, weil draußen eine Blume wächst direkt vor dem Haus und wenn man die anschaut, verspürt man Glück. Und auch so Sprüche, es sind die kleinen Dinge, die glücklich machen. Nicht, wenn man dann bis hier einmal im Monat ein Geschenk kriegt oder ein Riesenpaket zu Weihnachten. Oder wenn man Weltmeister wird, das ist nicht Glück. Glück gehabt, aber das kann alles wieder verschwinden. Sondern Glück ist so ein Zustand. Wenn man im Hier und Jetzt ist, dann ist man so wie glücklich, zufrieden, wenn innen drin Energien fließen und das ist dann so ein angenehmer Zustand. Und auch wenn man diesen erleben darf und zulassen darf, dann erfährt man eben Glück. Dann ist man so ein Glücksschweinchen, dann kriegt man so Geschenke. Und diese Geschenke, die man bekommt, ist oft das, was schon da ist, was man plötzlich mal sieht. Boah, was habe ich für ein Glück? Ich habe zum Beispiel Glück, ich kann lesen, ich kann schreiben. Vielleicht nicht ordentlich, aber ich kann schreiben, ich kann rechnen, ich kann einen Computer einschalten, ich kann ein Video machen. Manche können das nicht, können nicht lesen, nicht schreiben. Aber diese Dinge, die sind für uns so wie selbstverständlich geworden. Und erst wenn man es nicht mehr hat, zum Beispiel, sagen wir, jemand hat einen Schlaganfall und kann nicht mehr gehen, kann nicht mehr die Kaffeetasse hochhalten, weil der Arm gelähmt ist, dann sagt dieser Mensch, plötzlich, boah, was habt ihr für ein Glück, dass ihr gehen könnt, dass ihr euch bewegen könnt. Und plötzlich interessiert ihn nicht mehr, gewinnt er im Lotto, wird er reich, sondern das Glück ist dann was ganz anderes. Oder wenn man geliebte Menschen verliert und dann Jahre, Jahrzehnte davor, aber mit denen irgendwie nichts zu tun haben wollte oder immer halt viel arbeiten musste, und man hat nie gesehen, was ist denn da für ein Glück nebendran? Was habe ich überhaupt? Warum ist man dann eigentlich nicht glücklich in diesem Moment? Weil man gar nicht hier ist. Man ist mit den Gedanken woanders, die meisten sind mit den Gedanken im Handy drin. Wenn nicht im Übermorgen oder in der Vergangenheit,
aber da ist das Glück nicht. Das Glück ist, ja, ich sag mal, direkt vor der Nase in uns drin. Und das wieder zu sehen, das ist eben ja, die Arbeit, die man machen muss, damit man glücklich wird. Das heißt, um glücklich zu werden, muss ich irgendwie erstmal bei mir aufräumen. Ich muss mal Platz schaffen, dass das Glück überhaupt kommen kann oder dass ich es in dem ganzen Karma-Müll und Kindheitsmüll und Traumamüll wieder finde. Das ist schon da, aber man sieht es einfach nicht mehr. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass man die Sinne schärft, seine Sinnesorgane reinigt. Gibt es im Yoga so Reinigungsübungen und Yoga-Übungen, die man machen kann, um seine Sinne, Augen, Ohren, Nase, Mund, Haut zu reinigen, dass man wieder überhaupt glückliche Momente erfahren kann. Man reinigt den Körper, das Energiesystem, dass das Glücksgefühl sich überhaupt bewegen kann. Ja, manche können sich erst freuen, wenn sie 1000 Euro gewonnen haben. Dann ist man glücklich, vorher nicht. Und im Endeffekt geht es erstmal darum, bei sich zu schauen, in sich aufzuräumen, sauber zu machen und einfach wieder mal die Augen aufsperren, die Ohren aufsperren und Fernseher und solche Dinge ausmachen, Handy aus, dass man überhaupt mal wieder im Leben ist und spüren kann, was ist Glück. Ja, man guckt Fernsehshows an, wo 1 Million Euro gewonnen werden können. Aber die Menschen sind nicht glücklich dadurch. Das ist so wie ein Bonus, aber wenn man mit oder ohne 1000 Millionen Euro Glück nicht glücklich ist, dann ist man es mit auch nicht und ohne nicht und dann ist man sowieso nicht. Und das ist mit allem so, ob es in der Partnerschaft ist, ob es im Beruf ist. Wenn ich mit mir nicht glücklich bin, dann bin ich es mit was anderem auch nicht. Irgendwann nicht. Natürlich eine gewisse Zeit, ich habe eine gute Arbeit, ich verdiene viel Geld. Alles läuft, dann bin ich glücklich und gut drauf. Aber wenn es innen drin brodelt, nützt es alles nichts. Es ist nur wie ein Davonrennen und das kostet wieder Kraft, um eine Fassade aufrechtzuhalten. Glückseligkeit ist der Weg. Aber da muss man erstmal den Weg wahrnehmen. Wo gehe ich im Leben gerade? Wo bin ich überhaupt? In der Zukunft kann ich nicht glücklich sein. Denn die meisten Dinge, die in der Zukunft sind, passieren gar nicht. Und dann ist es so wie ein Traumbild. Ich bin glücklich in 50 Jahren, wenn ich Rente habe. Aber die meisten sind es trotzdem nicht. Glück erfährt man im Hier und Jetzt und sonst nirgendwo anders. Und je mehr man sich ablenkt und so weiter, gibt es jede Menge Videos schon davon, desto weniger ist man da und desto weniger kann man eben das Glück erfahren. Glück ist überall. Aber man weiß gar nicht, nach was man Ausschau hält. Nach den kleinen Dingen, nach den kleinen Gesten, Handlungen. Und vor allen Dingen in sich selber sollte man glücklich werden. Zufrieden auch. Ja, und das ist Arbeit. Und davor scheuen sich viele. Denn bevor man glücklich wird, muss man erstmal seinen Müll anschauen. Und das mögen viele nicht. Man will lieber ein Glückskleeblatt finden auf der Wiese. Das bedeutet Glück und dann gewinne ich was und dann freue ich mich. Aber das Leben ist nicht so. Kann man vergessen.
Es gibt Menschen, Momente, da passiert es so, ich bin ein Glückskleeblatt und habe dann 1000 Euro gewonnen. Aber das ist im Grunde bei den meisten Menschen nicht so. Es ist dann so eine Illusion. Und Glück ist nicht materiell. Das ist vielleicht, kann eine Äußerung sein von Glück, aber ein Glücksgefühl und das wirkliche Glück, das, was glücklich macht, das ist immer nur hier und jetzt. Und wie gesagt, je mehr man dem Glück hinterher rennt, desto mehr Mangel hat man. Und immer wenn man etwas jagt, im seelischen Bereich, kriegt man es nicht. Weil es ja immer aus dem Ego heraus entsteht. Ich will das haben, ich möchte das haben, ich muss das haben. Nein, muss man nicht. Es ist ja schon da. Und dann rennt man einer Illusion hinterher, statt dass man im Hier und Jetzt schaut, was ist denn schon da? Hey, guck mal, das ist gut, alles, was ich jetzt habe. Und wenn ich im Hier und Jetzt bin und sehe, was nicht gut ist, dann kann ich versuchen, das zu beseitigen. So einfach geht es im Endeffekt. Das, was oft blockiert, sind die Gedankenprozesse, die so das Glück definiert haben, irgendwann einmal, in der Kindheit, im Alter, wann auch immer. Und dann hat Glück so ein bestimmtes Aussehen. Ja? Und das ist ein Bild. Und wer malt sich die Bilder? Das ist das Denken. Woher kommt das Denken? Aus der Vergangenheit. Alles Denken ist erlernt, aber man hat nicht immer Gutes gelernt. Und vor allen Dingen, Glück kann man nicht erdenken, denn das Denken ist immer begrenzt. Und wenn man Glück hat, ist es so wie ein Zustand. Und wenn man Pech hat, ist es auch ein Zustand. Das kann kommen, das kann gehen. Aber wenn man sich auf das Gute konzentriert und das Negative so allmählich eliminiert, in Gedanken, in Worten, in Taten, in dem, was man hat, dann sieht man immer mehr eben das Positive, das Gute, das Glückliche. Und dann kann man auch mal glücklich sein oder man ist öfter glücklich, weil man weiß, das ist gut, das bringt was. Ja, so ein kurzer Ausflug ins Glück. Es gibt auch so eine Serie, die manche kennen, Herr Rossi sucht das Glück. Ja, und er hat es gesucht. Und schlussendlich ist er immer wieder zu Hause gelandet und hat das gemacht, was er immer macht. Aber zumindest ist er mal auf die Reise gegangen und hat sich dem gestellt. Ja, es ist der Weg. Und das, was man auf diesem Weg erlebt, macht glücklich. Manche Dinge machen nicht glücklich, aber wenn man Augen, Ohren, Haut, Nase, Mund öffnet, dann spürt man, fühlt man, sieht man, riecht man das, was glücklich macht.